Das heißt, es ist noch nicht alles verloren. Die wahre Liebe wird siegen. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part des Sims 2 Generation Let's Plays der zweiten Staffel. Ja, der nächste Morgen ist angebrochen. Ich habe die ganze Stadt zurückgesetzt. Ich hoffe, jetzt klappt alles wieder so, wie es sollte. Und die liebe Miss Goldblond hat mir im letzten Part oder unterm vorletzten Part, wollte ich sagen, einen Tipp zum Story Progression Mod gegeben. Und jetzt habe ich die Benachrichtigungen für Benutzer definiert. Also jetzt bekomme ich Benachrichtigungen bei Freunden, Ehepartnern und Verwandten. Also bei von völlig fremden Sims bekomme ich gar keine Benachrichtigungen mehr. Und ja, die liebe Kim schläft hier immer noch. Die kann jetzt auch langsamer aufstehen. So um 8, denke ich, werde ich sie wecken. Und dann darf sie sich eine Käseplatte. Nein, das brauchst du nicht. Dann darfst du dir hier mal Waffeln machen. Und die gute Emma, die muss auch schon bald in die Arbeit. Nämlich in 4 Minuten kommt die Fahrgemeinschaft. Ja, und dann geht es los für sie in der neuen Karriere, nämlich jetzt. Dann hör mal auf, die Videos zu streamen. Ja, die Liebe zwischen Lily Little und Irvin Lowe ist erwacht. Hört man schon die Hochzeitsglocken läuten? Uiuiui. Da geht es ja richtig ab. Und im letzten Part habe ich eine neue Endcard. Eine neue Endcard eingeführt. Also nicht wirklich neue Endcard, aber Musikuntermalung. Ich weiß nicht, könnt ihr mir ja mal schreiben, ob euch das so gefällt oder ob die Musik zu laut ist, weil ich bin mir selbst nicht ganz sicher. Ja, normale Betriebsamkeit. Du kannst einfach mal hier deine Kollegen treffen. Und da war noch eine Meldung bei Max. Die beiden sind ein hübsches Paar. Maximilien Tissot und Lola Tissot scheinen nach wie vor unzertrennlich zu sein. Das ist super süß. Und ja, jetzt kommt hier wieder die junge Liebe. Schön. Ich dachte, Cassidy Earth Song wäre mit El Sayed Amaya zusammen, aber irgendwie wohl nicht. Du kannst jetzt mal aufstehen, liebe Kim. Und vielleicht solltest du zuerst hier aufräumen, denn du hast ja noch Zeit bis zum Job. Und dann Frühstück servieren oder nur Frühstück essen. Ich glaube, es gibt noch genug Apfelpfannkuchen. Dann mach dir einfach mal selbst schnell eine Waffel. Das sah gerade merkwürdig aus mit dem Teller. Emma Tissot ist das erste Mal zur Arbeit gegangen. Noch 50 Jahre schuften, dann kann sie in Rente gehen. Das klingt natürlich jetzt nicht ganz so wünschenswert. Allerdings, ich habe auch... Fahrgemeinschaft hat sie als positives Moodlet. Fahrgemeinschaften sind eine tolle Methode für umweltbewusste Sims, ihren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Ja, genau. Ich hatte nämlich dieses Kriminalversteck von hier. Das war ja ursprünglich hier und das wäre doof, wenn Emma da immer hin hätte rennen müssen. Ich habe es jetzt nach hier verschoben. Das war genau die gleiche Grundstücksgröße und ja, ist jetzt perfekt. Die Sims gehen, glaube ich, vorne rein. Ich glaube, das ist gar kein richtiger Eingang. Das sieht nur so aus. Hier ist der Eingang. Ja, und Emma ist jetzt hier arbeiten. Und ich muss auch unbedingt noch ein paar Sachen hier verändern. Was mich zum Beispiel richtig stört, ist, dass hier einfach der Rasen unter dem Wasser so gelassen wurde. Das geht ja mal gar nicht. Und du machst dir hier dein Frühstück. Das ist auch super. Dann würde ich sagen, kannst du mal nach dem Essen ein bisschen putzen, wenn du dich hier verköstigt hast? Wir müssen die Eismaschine auch mal benutzen, aber momentan ist ja Frühling. Da ist das nicht ganz so nötig, da brauchen wir das nicht so wirklich. Aber im Sommer müssen wir die Eismaschine auf jeden Fall öfter mal nutzen. Der Herd ist dreckig. Ich hoffe, es fängt jetzt nicht an zu brennen und du verbrennst die Waffel nicht. Sag ich gerade noch und sie verbrennt die Waffeln. Sieht das ekelhaft aus. Ja, dann isst die halt nicht, sondern mach dir einen Snack, ein Müsli. Ja, Kim hat soeben die Fähigkeit Kochen Level 3 erreicht. Das ist sehr schön. Kochen kann sie immer noch nicht. Ich verstehe nicht, warum sie Waffeln immer verbrennen, aber Pfannkuchen, die ja eigentlich ein bisschen schwerer sind, hinbekommen. Das ist so merkwürdig, das verstehe ich nicht. Ja, und danach darfst du das hier aufräumen und
Das hier recyceln? Ja, warum nicht? Das gibt, glaube ich, ein Negativ. Was machst du? Du sollst es essen. Oh. Emma ist schwanger. Ups, ich meinte natürlich Kim. Upsi. So, da muss ich gleich mal ein Foto von machen. Oh, und da ist die Wand. Das möchte ich nicht. Oh, Kim, du bist schwanger. Oh mein Gott, irgendwie ist es süß, aber irgendwie tust du mir auch jetzt ein wenig leid. Irgendwie sehen die Augen komisch aus, aber ich mache mal hier ein Foto. Das ist definitiv das Thumbnail. Da brauche ich mich gar nicht mehr groß drum zu kümmern. Ja. Thumbnail schon erledigt, ganz am Anfang. Ich dachte nämlich eigentlich, dass die Meldung vielleicht in der Nacht kommt, aber ja. Dann darfst du jetzt hier mal dein Müsli essen und du hast Schnupfen? Nö. Okay, dann hast du eben keinen Schnupfen. So, Kim Tissot hat erfahren, dass sie schwanger ist. Sie kann es gar nicht erwarten, noch mehr Erinnerungen mit der neuen Familie zu sammeln, die sie gerade gründet. Ja. Kim hat die nächsten 4 Tage frei, da sie im Mutterschutz ist. Ich finde es super schade, dass, wenn das Kind geboren ist, nicht auch der Sim-Mann in Mutterschutz gehen kann. Das wäre eigentlich perfekt. Dann kannst du doch hier mal so ein bisschen aufräumen, recyceln, säubern und soll sie versuchen, die. Sie kann als Schwangere nicht sterben. Das heißt, sie wird die Spülmaschine reparieren. Dann bekommt sie auch Geschicklichkeit dazu. Das ist perfekt. Und dann muss sie bestimmt auch noch dieses Waschbecken hier putzen. Das habe ich nämlich in einem Video von so einem verrückten Kerl gesehen, der immer irgendwelche. Nein, du brauchst ja nicht die. Ab das zu upgraden. Der immer Sims-Videos macht. Und ja, da ist ein Meteor in eine schwangere Simsine eingeschlagen. Und die hat es trotzdem überlebt. Ah, sie hat recycelt als positives Moodlet. Perfekt. So, dann kannst du hier noch das recyceln und das hier lesen, die Zeitung. Wochengeschehen darfst du auch nachlesen und ermäßigte Kurse suchen und dann am besten gleich noch die Post nehmen, weil wir ja sonst nichts zu tun haben. Und ich denke mal, wie lange arbeitest du noch? Bis 15 Uhr, dann werde ich hier das Reparieren ein wenig verschnellern. Und sie hat es sogar geschafft, das ist perfekt. Oh, ja, das ist jetzt nicht ganz so sexy, was sie da anhat. Aber naja, kann man jetzt nichts machen. So, dann darfst du hier nochmal recyceln. Und ja, die Fahrgemeinschaft für Kim fährt nicht in einer Stunde. Oh, da ist Lola. Oh, die ist auch schwanger. Das ist so süß. Dann wollen wir sie doch mal hier vergnügt begrüßen und alles bitte aufhören. Wir müssen uns jetzt hier mit Lola unterhalten, die sich eine Wildblume betrachtet. Okay. Ja, begrüßen tun wir sie ja schon. Oh, das ist so süß. Das ist so schön. Und ja, irgendwie wird sie hier klatschnass. Vielleicht kann sie ja Lola nach Hause einladen. Ich glaube, die hatten sich auch ganz gut verstanden. Oder anscheinend nicht. Kennen die sich gar nicht? Nicht ganz so gut. Das ist schade. Dann frage sie doch mal nach ihrem Alter. Wir brauchen unbedingt auch noch Regenschirme für die beiden Mädels. Ja, verkünde die Schwangerschaft und gratuliere ihr zum Vegetarismus und schneide eine Grimasse. Lustig herumblödeln. Warum geht das jetzt nicht mehr? Schade, das wäre wahrscheinlich richtig schön. So, dann mache ich davon noch ein Foto, weil es einfach unglaublich süß ist. Hier die beiden schwangeren Mädels. Das ist richtig schön, nur der Regen ist nicht so schön. Ich gehe hier ein bisschen weiter weg, dann kann ich das besser machen. Und da ist Cassidy Earthsong in ihrem schönen, was auch immer Dress. Ja, hier gibt es ein Schwangerschaftsgespräch. So. Ich mache das ja immer ein bisschen schräg, damit die Sims 3, das Sims 3-Logo für die Thumbnails dann da noch gut dazu passt. So, und dann kannst du mal hier vielleicht noch ihr ein Kompliment machen. Ja. Oh, die sind beide schwanger. Das ist so schön. Dann erzähl ihr doch mal einen Witz. Das hat sich irgendwie verrückt angehört.
Geschenk geben wird jetzt wahrscheinlich noch nicht verraten, funktionieren. Ja, und ich habe auch beim Story Progression Mod gesehen, dass es da noch Erweiterungen gibt mit verschiedenen Lama-Küsse kitzeln an der Wange. Ah ja, das ist schön. Am Bauch horchen machen wir auch mal und dann kann man sie doch noch vielleicht bitten, den Bauch zu berühren. Oh, da geht jemand. Da klingelt ihr Telefon. Da gehen wir doch mal ran. Vielleicht ist das ja Timmy. Ah nein, das ist Joe. Okay, dann werden wir, denke ich mal, jetzt nach Hause gehen und dann. Nein, danke, ich möchte nicht mit Joe Little plaudern. Ja, und Emma ist schon fertig hier. Wer bist du denn? Manu Trottmann. Ach so, ja gut, dann darfst du hier gleich mal geschwind das Klo benutzen und duschen gehen. Und sollen wir Timmy einladen und ihm das gleich so sagen? Ach, ich bin mir nicht so sicher, aber eigentlich müssten wir das schon machen, ne? Ich bin mir auch gar nicht ganz sicher, ob er das checkt, dass das von einem anderen Sim ist, weil sie hatten ja eigentlich ein Techtelmechtel. Das heißt, sie könnte theoretisch auch von ihm schwanger sein. Oh, jetzt ist das Klo kaputt gegangen. Das ist ja so mal so richtig glücklich. Und sie fährt mit dem Fahrrad zurück. Okay. So, wie weit ist denn die Karriere hier? Oh, wir müssen auf jeden Fall den Einfluss bei den Rebellen aufrechterhalten. Ja, wie machen wir das denn? Am besten alle paar Tage mal einen Protest organisieren. Das läuft ja eigentlich immer ganz gut. Und ihre Arbeitskleidung ist hübsch. Normalerweise ist diese zufällige Arbeitskleidung immer die hässlichste von allen, aber die ist jetzt echt ganz schön so. Und du kannst mal einfach dein Gemälde weitermalen, das du gestern angefangen hast. Und wir machen das jetzt einfach. Wir laden Timmy nach Hause ein. Dann, nein, machen wir noch nicht heute. Das wäre zu viel. Wir machen es morgen. Tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit. Versuche es doch in 5 Stunden nochmal. Ach ja, stimmt, der arbeitet ja. Das war ein Blitz. Das war ein Blitz, du. Ja, dann mach doch mal hier dein Bett. Und was könnte sie denn jetzt noch machen? Ach so, sie möchte die Geschicklichkeitsfähigkeit verbessern. Dann entstopfe doch mal das Klo. Und sie möchte eine Gehaltserhöhung bekommen, was alles nicht geht, und einen Schaukelstuhl kaufen. Und oh, ich glaube, wir müssen mal in die Bücherei gehen und schauen, ob wir mit ihr ein Schwangerschaftsbuch lesen können, weil das wünschen sie sich ja sowieso meistens. Und dann gehen wir doch mal hier mit dir in die Bibliothek. So, gibt es hier. Nein, das war kein Schwangerschaftsbuch. Das sieht doch immer so ein bisschen hier. Geburts- und andere Vorbereitungen. Perfekt, haben wir gleich schon gefunden. Boah, und hier gibt es Fähigkeitenbücher. Da können wir alles Mögliche lernen. Okay, das ist gut zu wissen. Dann soll sie dann doch vielleicht. Nein, wahrscheinlich hat sie schon genug zu tun, aber sie kann vielleicht mal hier ein bisschen geschicklich kochen lernen. Wer ist denn die mit dem pinken Auto hier? Das ist dann wohl die Blake Grayson. Ach, die Barbie. Ja, die hatte ich ja eigentlich umgestylt. Das hat leider nicht ganz so gut funktioniert. Und Minzy Cho ist auch hier. Schön. Und Kim hat sogar die Geschicklichkeitsfähigkeit Level 4 erreicht. Und wer bist du? Du bist Jessica. Ach, Jessica Willow. Und hier ist auch Cassidy Earthsong. Jetzt kommen alle Sims hierher. Vorher war es Sterbenslehr? Nee. Wie heißt das denn? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ja, auf jeden Fall sehr leer, das wollte ich sagen. Und hier hängt ein einzelnes Foto. Das wird eine Mona Lisa. Da bin ich ja mal gespannt. Dann kann sie danach vielleicht einfach noch ein bisschen sprayen. Und da war der Eiswagen. Vielleicht kann sie sich auch mal einfach. Boah, sie kann sich doch mal eine Eisbelohnung kaufen. Ich meine, sie hat heute den ersten Tag gearbeitet. Da kann sie das auch mal vertragen. Ach so, das ist der Zaun hier. Ich hatte mich gerade ein wenig gewundert. Und ich weiß immer noch nicht, wo wir das Kinderzimmer hinpacken sollen. Ich möchte die Garage gerne so lassen. Ich bin am Überlegen, ob ich es hier anbaue. Und dann. Oh, was können wir denn hier? So ein kunterbuntes Eis am Stiel. Ein Toffee. Definitiv ein Toffee-Eis. Und dann das Bad ein bisschen nach hinten verschieben. Also ein bisschen so wie im
Ja, in der ersten Staffel des Let's Plays, da wurde das ja auch so ähnlich gemacht. Oder hier, aber dann ist da kein Garten mehr wirklich, nicht mehr viel Platz für den Garten. Oder wir machen sogar gleich einen zweiten Stock, aber dann wäre das irgendwie sehr umständlich. Du kannst mal hier noch dein Gemälde weitermalen und dann würde ich sagen, machen wir auch bald nochmal ein Bodengemälde, damit ihr Rebellen-Status aufrecht bleibt. Und jetzt leckt es gerade super mäßig doll. Jetzt geht's wieder zum Glück. So, und du liest hier immer noch. Dann soll sie mal danach direkt nach Hause gehen und dann kannst du, oder das kann vielleicht Emma machen, die ist ja sowieso bald fertig, ein Abendessen servieren und zwar Spaghetti. Oh ja, Spaghetti, da habe ich jetzt auch Lust drauf. Ich habe irgendwie schon wieder Hunger, dabei habe ich vorhin erst gefrühstückt. Aber naja. So, dann mache ich das hier mal geschwind schneller, denn so lange brauchst du ja nicht hier für malen. Oh, was ist das denn? Hirnfrost? Ach, sie hat das Eis zu schnell. Ups, jetzt ist es schon weg. Sie hat das Eis zu schnell gegessen. Ja, und Kim bereitete sich mit der Lektüre eines Schwangerschaftsbuches auf die bevorstehende Geburt vor. Okay. Sie hat fünf einzigartige Bücher gelesen. Das ist schön. Oh. Was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, okay, das Drama nimmt jetzt seinen Lauf und ich habe es zum Glück gerade noch rechtzeitig bemerkt. Und ja, Timmy hat wohl gemerkt, dass sie schwanger ist und das nicht von ihm sein kann. Oh, da gibt es jetzt Stress. Er sieht ein bisschen doof aus gerade so, aber okay. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Kim hat folgenden Ruf, Betrüger. Vielleicht kann sie sich gerade mal. Oh, er ist immer noch ein Freund, okay. Oh, Timmy hält Kim für unverzeihlich, unhöflich. Okay, vielleicht können wir uns bei ihm mal entschuldigen. Am besten mehrmals. Oh Gott. Oh. Nein, wir können uns nicht mal bei ihm entschuldigen. Oh. Oh nein. Nein. Timmy geht nach Hause. Sheet, das ist jetzt natürlich nicht ganz so perfekt gelaufen. Und sie will den Troy Francis dazu bringen, ein Schwangerschaftsbuch zu lesen. Das können wir ausloggen, denn der wird sich wahrscheinlich. Was? Sie will Troy heiraten? Nein, 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 nein. Timmy Little einen Liebesbrief schreiben, das können wir machen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mit Troy Francis per Textnachricht Schluss. Denn das wird wohl nichts mehr hier mit dem Guten. Der hat sich wohl. Wo ist er denn jetzt? Bin ich blind? Hä? Hä? Wo ist er? Wo bist du, Troy Francis? Wo bist du? Hab ich ihn jetzt übersehen? Hier war doch noch ein einzelner Sim. Was? Er ist jetzt. Nee, er ist jetzt hier. Sollen wir mit ihm per Textnachricht Schluss machen? Ich weiß es nicht. Oh Gott, ich weiß es nicht. Wir können ihn ja mal um eine Verabredung bitten. Und dann schauen, wie es läuft. Er ist wohl anscheinend jetzt hier in der Nachbarschaft. Dann gehen wir doch mal mit ihm in Violets Lounge. Und hoffen, dass er die Nachricht besser aufnimmt. Klar, hört sich gut an, bis dann. Okay, jetzt ist er wohl anscheinend in der Nachbarschaft. Das ist auch nur ein bisschen gruselig. Aber ihre Abendkleidung ist hübsch. So, und sie ist hier am Kochen, die gute Emma. Die hat eigentlich gar keinen Hunger. Das ist. Ach so, stimmt, die hat ja ein Eis gegessen. Ja, und du rennst hier im schwangeren Zustand in deiner superschönen Abendkleidung. Und was war das für ein. Oh Gott, wie sieht das denn aus? Kann ich ihn jetzt vielleicht endlich mal umstylen? Nein, kann ich immer noch nicht. Okay, das ist wohl ein kleiner Fehler hier. Das ist sehr hässlich. Irgendwas ist hier gerade komisch. Meine Güte. Das ist sehr merkwürdig. Ja, angesprochen werden. Dann werden wir ihm den Betrug gestehen und
dann sich trennen. Oder wahrscheinlich wird er sich von uns trennen. Das wird sowieso darauf hinlaufen. Es tut mir sehr leid, Kim. Du hast gerade echt keine schönen Tage. Oh, und Emma hat ein Meisterwerk fertiggestellt. Der Wert liegt bei 793 Simoleons. Und hier ist Max. Das ist sehr schön. Ja, und du siehst sehr doof aus mit dem hässlichen Custom-Content. Aber... Oh Gott. Okay, jetzt kommt es alles raus. Du hast Probleme und ich habe keine Lust, deinen Frust abzubekommen. Ja, die sind jetzt irgendwie alle böse auf Kim. Dann werden wir uns hier von ihm trennen. Nein, wir können ihn bitten, einfach nur befreundet zu sein. Das ist irgendwie freundlicher. Aber das geht nicht. Dann werden wir uns hier trennen. Es tut mir leid, Troy. Aber eigentlich liebe ich Timmy und ich habe ihn schon immer geliebt. Es tut mir so leid. Das klingt zwar irgendwie jetzt richtig böse hier, aber ja, dann gehst du mal vielleicht lieber nach Hause. Kim hat 198 Simoleons Urlaubsgeld erhalten. Das ist schön. Ich denke, ich werde bald gehen. Das kannst du machen. Und warum ist das hier so merkwürdig? Ist das schon immer so gewesen? Mit diesem komischen Gras, falschen Ding? Ja, und vielleicht können wir uns mal hier bei Emma... Wo ist Emma? Wo ist Emma? Ach so, hier. Vielleicht können wir uns bei ihr... Einmal müssen wir uns bei ihr fürs Kochen bedanken. Dann die Schwangerschaft verkünden natürlich. Über Kompost reden? Kann sie sich nicht bei ihr ausweinen? Über Troy beschweren? Hm, das hört sich... Ja, werden wir mal machen. Werden wir mal machen. Aber eigentlich ist sie schuld und nicht er. Das ist natürlich auch ein bisschen doof, aber... Ja, ich weiß, hier ist es dreckig in der Küche, Emma. Danke fürs Kochen. Hey, übrigens, ich bin schwanger, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Oh, wie süß. Der Daumen. Vielleicht können wir sie... aufmuntern oder so, gibt's das nicht. Das Mainstream verachten, mit Baby im Bauch sprechen. Fragen wir sie doch mal nach ihrem Tag. Zuneigung ausdrücken. Vielleicht sollten wir sie einfach mal hier jetzt, weil sie es ja gerade nicht so einfach hat. Warte, wo war das? Nach Tag fragen. Dann den Tag verschönern und dann umarmen. Das ist doch schön. So, und danach sollst du dich... Oh, Freund verloren. Ja, und dann auch gleich noch zwei. Sie möchte mit Timmy plaudern. Und einen Drink genießen. Und erste Verabredung mit jemandem haben, werde ich wegmachen. Den Drink auch. Mit Timmy plaudern, das lasse ich, denke ich mal. Wir können ihm ja erst einen Liebesbrief schreiben und dann mit ihm plaudern. Oh ja. So, und dann darfst du hier deinen Teller nehmen. Und du, Emma, du, was machst du mal hier? Du kannst den Globus kritisieren, wenn du möchtest. Das darfst du machen. Ah, die Post nehmen. Für Sozialverband spenden. Ja, und dann kannst du die Reste hier wegstellen und das säubern. So. Und dann muss sie auch schon wieder morgen arbeiten. Sie muss jetzt unter der Woche immer arbeiten. Und ja, dann denke ich, werde ich den Paar... Oh Gott, was ist das denn? Das ist aber eine fette Mona Lisa. Oder ist die... Ja, okay, im Mittelalter war das... Im Mittelalter sage ich, in der Renaissance. Aber das ist eine schöne Mona, das ist eine... hawaiianische Mona Lisa, das ist auch lustig. Und das Essen, das war angebrannt, das war wohl nicht ganz so gut. Dann räum das mal auf und du willst jetzt einen schnellen Drink trinken. Du bist schwanger, Kim. Dann schreib mal Timmy einen Liebesbrief, wenn das geht. Das wäre sehr schön. Und du, geht das? Könnte Timmy einen Liebesbrief schreiben? Timmy Little hier. Ex-Freund und noch Freund, okay. Das heißt, es ist noch nicht alles verloren.
Die wahre Liebe wird siegen. Das war episch. Ja, du brauchst jetzt noch nicht ins Bett gehen, aber du kannst dieses Bild hier mal betiteln und wir nennen es mal hawaiianische Mona Lisa. Schreibt man Mona Lisa mit Bindestrich? Ist egal. Wir werden es auf jeden Fall irgendwo hier aufhängen. Aber erstmal packen wir es in dein Inventar, das mache ich dann im Off. Weil ich denke mal, der Part ist schon wieder etwas länger und ich werde ihn jetzt hier auch beenden. Ja, ich bin super gespannt, wie es mit Kim weitergehen wird und wie es mit Kim und Timmy weitergehen wird. Und Emma ist im Moment so ein bisschen im Hintergrund. Allerdings bin ich auch gespannt, wie es mit ihr weitergehen wird. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! Don't try and fool me, I'm a son of a bitch. Hello, all of you nice people there in St. Louis. Thought you'd like to see some scene. With every power arming to the teeth.